Vielen Dank, Herr Vizepräsident, Hoher Landtag. Ich möchte zum Tagesordnungspunkt 59 die Causa Novak Vogel auch aus unserer Sicht nicht ganz unkommentiert lassen. Ich muss gestehen, ich habe im Landtag im März das erste Mal die Geschichte mit Novak Vogel das erste Mal richtig wahrgenommen. Das ist mehrmals in einem Redebeitrag darin gefallen. Und ich habe dann die Kollegin Doktorin Haselmanter-Schneider gefragt und gesagt, kannst du da was Genaueres dazu sagen? Und sie hat mir dann ein paar Brocken hergeschmissen und hat gesagt, weißt du was, am gescheitsten ist, du besorgst jetzt einmal ein Buch, das heißt im Namen der Ordnung von Horst Schreiber, dann liest du das durch und dann schaust du noch ein paar Dokumentationen an, von Kurt Lambein zum Beispiel. Und ich habe das dann auch sofort gemacht und habe die Buchpräsentation auch online angeschaut, habe die Dokumentationen angeschaut und ich muss sagen, ich war zutiefst erschüttert, ich war sprachlos und es ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, wie derartige Geschehnisse und Misshandlungen an unseren Kindern überhaupt so lang möglich gewesen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mir das Buch dann angeschaut. Ich habe das heute auch mitgenommen. Das Land Tirol ist ja da nicht ganz unbeteiligt, war mit dabei. Und ich habe versucht, auf den ersten 100 Seiten, dass ich mir mal die wichtigsten Passagen markiere. Und ich habe das dann aufgegeben. Ich habe gesagt, ich wollte mir das zusammenfassen für einen Redebeitrag und habe dann gesagt, ich lasse das, weil das bringt gar nichts. Wenn ich jetzt da anfange, da stehen wir morgen auch noch da. Und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch mehrmals weggelegt und habe mehrmals einen Anlauf gebraucht, dass ich da wieder weiterlege. Denn ich habe schon einiges gehört und gesehen auf der Welt, aber was da drinnen steht, das ist wirklich, da zieht es einen teilweise den Boden unter den Füßen weg. Und das ist bei uns in Tirol passiert. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bekommen jedes Jahr immer wunderschöne Geschenke zu Weihnachten, zur Weihnachtssitzung, auch tolle Bücher überreicht. Und ich denke, dass dieses Buch ein wichtiges Geschenk für jeden von uns da drinnen ist. Und mir ist bewusst, ich habe es noch nicht gekriegt, ich bin seit 2018 drinnen, mir ist bewusst, dass dieses Buch ist keine Weihnachtsgeschichte. Aber es würde uns allen sehr gut anstehen, wenn wir uns allen mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich sage Ihnen das jetzt weiter, was die Frau Doktorin Haselmanter-Schneider zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, es ist ein Stück Tiroler Geschichte und das gebe ich Ihnen jetzt auch weiter. Wir tragen den ursprünglichen Antrag der Liste Fritz voll inhaltlich mit, aber dieser Abänderungsantrag ist aus unserer Sicht beschämend und er wird von uns nicht unterstützt. Ich sage noch einmal Dankeschön für eure Bemühungen und ich bin mir sicher, jeder, der dieses Buch gelesen hat, würde jetzt darin anders denken und diese Abstimmung würde auch anders ausfallen.